Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 41, glaube ich, von Oxygen Not Included. Ja, Aufgabe war Algen, ne? Und wir müssen noch, der Modrak hatte das, glaube ich, geschrieben, wenn der Container gebaut ist, dann müssen wir schauen, dass die auch ganz schnell die Eier da reinmachen und dann müssen wir sie wieder rausholen, weil sonst wäre es Spiegeleier und nicht richtige, sag schon, Pufflets. Okay, da wissen wir Bescheid. Nach dem Intro gucken wir uns das dann weiter an, ne? Bis gleich. So, dann den haben wir schon auf 9 gestellt gerade und wir wollen auch noch ein paar Algen abbauen. Wir kommen hier hoch, wir kommen hier rüber, wir kommen eigentlich hier rüber und können dann die Algen da abbauen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wäre es sinnig, erstmal zu gucken, dass wir hier Ziegel weitermachen. Weil das wird ja bis dahin auf jeden Fall kommen. Wir reißen dann das ab und auch das machen wir weg. Dann kommen wir bis hierhin und dann sollen wir auch dahin kommen. Dann können wir das hier alles abarbeiten erstmal. Da oben ist ein Pufflet, ne? Wie kommt denn der dahin? Okay, da oben wird schon gearbeitet, sehr schön. Ja, wenn wir das weg haben, kommen wir nachher auch da hin, denke ich. Wird schon schön fertig gebaut, da, wie wir sehen. Auf jeden Fall Lager aufräumen und das aber nicht mit so hoher Priorität, können wir hier mal machen. Ja, kommen gleich ganz hier runter. Das muss alles weg. Ist der Ding schon gebaut? Ja, jetzt können wir dann Eier auswählen. War das organisch, wo das ist? Nee, ne? Warte, lieber mal aufklicken. Doch, nee, Eierschale war das. Nee, das war falsch. Samen-Tier-Ei. Pufflet-Ei. Kommt da jetzt hin. Und jetzt wäre noch die Prio vielleicht hochzusetzen. Machen wir mal auf 8 gerade. Ich hoffe, dann werden die da auch hingemacht. So, hier haben wir ein Bett fertig. Dann würde das bedeuten, man kann hier ein Bett wegnehmen. Ja, zerlegen wir einfach mal, oder? Wie viele Dupes haben wir denn überhaupt? Ja, wo stand doch die Zahl da? 8. 8, also passt's. Dann kann das definitiv zerlegt werden. Das alles so richtig? Ja, der Mordrak, der hat ja auch mal geschrieben, ne, dass die Räumlichkeiten hier mal gecheckt werden müssten. Aber wie ihr seht, ist das ein Schlafzimmer geworden. Moral plus 1 und die Toilette ist auch passend, wenn die Türen da drin sind. Moral plus 2 sogar. Es ist noch hier die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, das größer zu haben. Naja, wir haben auf jeden Fall ein paar Boni, die wir da kriegen. Irgendwann muss es sowieso wieder umgebaut werden, fällt mir so gerade so ein, weil wir auch noch größere Betten kriegen, ne? War vielleicht nicht so die Idee, das so klein zu machen, aber wer weiß, wann das besser wird. Hier sind gar keine Türen drin, vielleicht sollten wir die mal bauen, damit wir das dann auch zumachen können, wenn zum Beispiel ein Pufflet da links ist, aber das geht da gar nicht. Das müsste diese Farm weg, ne? Ja. Wir können aber mal hier schnell zumachen. Vielleicht geht das auch vorübergehend. Und die Tür gibt es da auch, ne? Und dann machen wir die Prio der drei Sachen mal gerade richtig schön hoch. Damit das ganz schnell gebaut wird und der vielleicht auf der linken Seite bleibt. Das wäre nämlich vielleicht nicht verkehrt. Ah. Jetzt wird die Tür nicht gebaut und der geht da durch. Wetten? So sieht's aus. Naja, die muss erst gebaut werden, damit es klappt. Sind die Eier schon transportiert? Sieht so aus. Das bedeutet, Eier wieder raus. So, das sollte funktionieren, oder? Da oben, das ist schon ziemlich weit fortgeschritten, ne? Aber wir müssen mal schauen, dass wir erst die Decke da haben. Ja, hier ist ein bisschen doof gelaufen, weil wir erst das da unten gemacht haben und dann das da oben, ne? Ja, lassen wir mal so.
So wäre es richtig gewesen, ne? Ja, Graben können wir hier dann machen. Nochmal so, passt schon. Ist das Ellie? Nee, Nisbet macht das jetzt, okay. Wir haben ja ganz viele Sachen noch liegen. Sandstein und Schleim liegt da. Sandstein. Muss hier nicht Schleim rein? Keine Stromkabel verbunden. Okay, dann müssen wir mal Stromkabel schnell legen. Kabel von da nach da. Ja, der ist schon jetzt nach da gewandert. Ne? Ich hoffe, der wandert nicht hoch. Das wäre ganz schlecht. Den müssen wir da oben sowieso runterkriegen. Das wird auch noch spannend. Wieso kommt man hier nicht dran? Ah, weil da einer nicht abgebaut ist. Dann klappt es wahrscheinlich auch. Decke eingebrochen. Wo ist das passiert? Hier, okay. Okay, da wird auch die Decke einbrechen. Kann da mal einer Nisbet jetzt freimachen? Oder kann sich Nisbet vielleicht selber freimachen? Er hat auch keinen Sauerstoff. Prio 9. Kann ich das zerlegen? Und Nisbet macht das selber? Und macht das mal auf 9. Kann da mal einer jetzt hier sich kümmern? Nisbet ist gleich kaputt. Ist das auf 9? Ja. Mach da oben! Nein, die stirbt gleich, weil das keiner macht. Komm! Nein, nicht da! Da! Oh, Glück gehabt. Boom. Das ging ja gerade mal noch so schief, ne? Okay. Läuft erstmal. Was brauchen wir noch? Ja, Algen wollten wir haben, ne? Die werden hier oben ja abgebaut. So wie es aussieht, geht es da voran. Warum nicht fliegt jetzt nicht hier der Ding jetzt der Pufflet da rein? Das wäre ja einteils doch ganz gut. Andernteils vielleicht doch nicht. Also, warte mal. Machen wir hier auf. Vielleicht kann er dann da runter. Hier unten muss auch noch was weggegraben wieder werden. So, wir brauchen noch Container, wie wir sehen. Toiletten sind ja jetzt hier 4 Stück. Das heißt, die kann doch auch abgerissen werden, ne? Zack, weg. Und das kann auch zerlegt werden. Geht natürlich noch jemand drauf. Und dann können hier die Türen zugemacht werden, damit hier das genutzt wird, ne? Das schon mal weg. Ja, sieht erstmal gut aus, oder? Hier oben muss noch was geändert werden. Da muss nur in eine Richtung gewaschen werden. Und das ist die. Passt. So, hier ist fertig, kann abgerissen werden. Zerlegen. Brauchen wir nicht mehr. Und da können Ziegel hin. Ah, okay, wir müssen aber einen Durchgang erst haben. Weil hier, oder wir machen eine Leiter da hoch. Ja, machen wir erstmal hier eine Leiter hoch. Damit die da auch hin können. Da ist schon das Bett getauscht worden, das ist schon mal gut. Okay, diese Tür ist fertig und muss jetzt erstmal geöffnet werden.
Was haben wir denn jetzt ausgewählt? Tür, da, öffnen. Dann kann der darüber. Dann passt das erstmal, oder? Hier ist schon weitergebaut was worden. Da ist auch schon weitergebaut worden. Wie viel Kilo Dingens haben wir noch? Okay, 4,5 Kilo. Aber wir sind hier ja dann am Bauen. Sollte eigentlich klappen einigermaßen, oder? Machen wir hier die Leiter ruhig bis da oben hin. Und dann, wenn wir schon so hoch sind, können wir auch bis dahin bauen, ne? Grab das mal weg. Okay. Gespeichert. Hier liegt noch eine Maske, oder? Hier liegen drei Masken. Aufräumen. Aufräumen. Und da auch aufräumen. Dann sollten die da reinkommen, oder? Aber da ist kein Platz mehr, sehe ich gerade. Die sind schon alle da. Aber da könnte man noch einen bauen, ne? Oder auch zwei. Was haben wir hier jetzt gebaut? Ah, wir wollen hier noch was ändern. Dann lass uns das mal abbrechen. Weil hier soll eine Wand runter, ne? Und da soll eine Rutschstange hin. Das wird noch spannend, ne? Die Matschgeschichte. Müssen wir abreißen, alles dann, ne? Ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber wird wohl werden. Da duscht jemand, das ist auch gut. Ja, hier sind wir noch nicht weiter. Sollte aber auch weiter vorangehen. Ich glaube, das ist doch hier Metall, ne? Kupfer, nicht Metall. Vielleicht brauchen wir Kupfer, könnte sein, ne? Was haben wir hier noch? Wir müssen noch Lagerraum haben. Hier unten war Lager, ne? Was haben wir denn hier liegen? Granit. Das bedeutet Rohmineral, Granit kommt da rein. Verschmutzte Erde, nee, die brauchen wir jetzt nicht wegräumen. Sandstein kommt dann da auch noch rein. Sandstein. So, können Sie was wegräumen? Hier ist jetzt der Schleim, der da noch ist. Der muss aber hier hin, ne? Verwandelt Schleim zu Algen. Das bedeutet, wir sollten diesen jetzt vielleicht einem umfunktionieren zu. Ah, ne, wir machen hier vorne noch einen hin. Okay, da kommt ein Dupe oder ein Hilfspaket. Wähle eine Blaupause. Hilfspaket. 12.000 Portionen. Brauchen wir nicht drüber, oder? Na, wir können mal angucken, ne? Beginn mit einer Stufe 1 Fertigkeit beim Grillen. Geschickt, Bauten erhöht, Magen aus Stahl, von Natur aus stilvoll, Dekoration erhöht. Immun gegen Lebensmittelvergiftung. Kreative gesenkt, Dekoration Moralbonus erhöht. Ist der jetzt... Beeinflusst die Moral von Bekannten und die Meinung zur Umgebung. Dekoration plus 25. Also ist ein Kulturbanause, oder? Wie sehe ich das? Der kann nicht kreativ sein, also bringt uns das nichts. Und hier ist Keimresistenz gesenkt, das heißt, der wird schnell krank, also das ist auch ein schlechter Dupe. Medizin gesenkt, Bauen gesenkt, der wäre jetzt egal, der kann aber Koch haben wir bestimmt so einen da. Tier, Landwirtschaft und Tierzucht und Stärke, das ist jetzt ein... Nein, wir sind schon hier richtig bei dem Hilfspaket. Haben wir überhaupt einen Kühlschrank? Ich glaube, wir haben gar keinen Kühlschrank. Doch, da. Rohes Ei käme da rein. Barbecue kommt da auch rein. Aber ist schon weg. Brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern, ist schon weg. Sehr gut. Ich möchte den erst da haben, dann die Tür zumachen und dann können wir die wieder aufmachen für den. Sieht erstmal alles gut aus, oder?
Ah, hier geht's Kabel weiter, das ist auch sehr gut. Dann kriegen wir hier die Schleimpresse zugange. Und wenn wir die Schleimpresse zugange haben, dann sollten wir eigentlich auch Algen kriegen, die, wenn wir unser Gebiet hier nichts mehr haben, dann kriegen können. Ne? So, unser Hauptdingens ist hier, wie wir gerade gesehen haben. Lass uns gerade hier schon mal einen hinsetzen. Und zerlegen können wir schon mal den. Können sie dann noch einen tiefer rutschen. Hier kann auch definitiv noch ein Ding jetzt hin. Eine Tür. Jetzt bauen wir da Metall ab, oder? Die Rutschstange kann eins länger. Das ist die Frage, wo sie ist. Hier haben wir Glück gehabt, dass wir die richtig gefunden haben. Und hier muss eine Tür hin. Machen wir mal eine Tür so hin. Und dieses hier kann zerlegt werden. Und dann kann da auch ein Stück Rutschstange hin. Ne? Hier müssen wir auch umbauen. Leider. Forschung ist fertig. Gucken wir doch mal da rein. Ne? Das war falsch. Wir hatten jetzt die Anzüge gemacht, glaube ich, ne, oder? Da weiß ich jetzt nicht, ist jetzt aber auch nicht so wild. Wir gucken erstmal durch. Doch, die haben wir gemacht. Transitrohr, okay. Für schnelles Reisen wahrscheinlich. Tageslichtlampe. Ich baue einfach mal hier so ein paar Sensoren jetzt erstmal, obwohl wir die noch nicht brauchen, aber damit erstmal eine Forschung da ist. Oh, hier oben sind wir auch noch nicht weiter, ne? Wieso wird denn hier nicht gebaut? Wandelt kohlenelektrische Energie um, ist klar. Ja, gute Frage, warum es da nicht vorangeht. So. Ja, da ist noch was. Da fehlt uns nur einer, der das machen kann, ne? Hier wird schick gebaut. Sehr gut. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ist die Rutschstange hier schon fertig? Ich glaube nicht, ne? Lass uns mal die verbinden. So, dann ist sie fertig. Bis dann.